Mich erreicht gerade die furchtbare Nachricht von der Bluttat am Barbarossaplatz im Herzen unserer Stadt Würzburg. Ich bin schockiert, dass sowas mitten unserer Stadt geschehen kann. Jetzt in diesem Moment, wo wir wissen, dass es 3 Todesopfer gegeben hat und viele Schwerverletzte, sind meine Gedanken bei den Familien der Opfer, die ich gerne in mein Gebet einschließe, jetzt in der kommenden Zeit und hoffe auf eine gute Genesung. Mein Dank geht natürlich an diesem Abend ganz besonders an die Polizei und an die Rettungskräfte, die in dieser herausfordernden Situation alles geben, damit die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt in Sicherheit leben können und die alles getan haben, damit die Verletzten gut versorgt werden und ihnen geholfen werden kann. Bitten wir gemeinsam um Frieden für unsere Stadt Würzburg, um ein gutes Zusammenleben und ein gutes Miteinander. Beten wir für die Genesung der Verletzten und hoffen wir, dass es ihnen gut geht. Schließen wir die Familien der Toten jetzt in unser Gebet mit ein. Ich danke Ihnen für Ihr Gebet und für Ihr Mitringen in dieser Situation. Ihr Bischof Franz.